Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, warum ich mir die brandneue Sony ZV-E10 zugelegt habe, was so ein bisschen meine Kaufargumente waren und warum ich nichtsdestotrotz ein bisschen in Kompromiss eingegangen bin, als ich mir diese Kamera gekauft habe. Ja, warum habe ich mir die Sony ZV-E10 gekauft? Ich muss sagen, für mich war es letztendlich nach Abwägung all möglicher Kamera-Objektiv-Kombinationen so ein bisschen alternativlos. Ich wollte auf jeden Fall was für Sony haben, dementsprechend war für mich schon mal klar, es wird sehr wahrscheinlich auf eine Alpha 6000 hinauslaufen, also irgendwas aus der 6000er-Reihe, 6400, 6500 etc. 6500 wäre natürlich das wahrscheinlich Beste gewesen, aber jenseits der 1000 € für eine Zweitkamera, naja, der Bildstabilisator wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen, aber war für mich tatsächlich preislich ein bisschen drüber. Alpha 6400 wäre tatsächlich noch eine nette Option gewesen, preislich minimal über der ZV-E10, dafür aber auch fürs Fotografieren wahrscheinlich ein bisschen besser geeignet, dazu gleich aber noch ein bisschen mehr. Aber auch da habe ich mich tatsächlich gegen entschieden wegen dem Display. Und da kommen wir schon zum ersten großen Argument für die Kamera, die ich mir jetzt gekauft habe. Und zwar das rundum schwenkbare Klappdisplay. Ihr könnt das Display bei der Alpha 6400 nämlich nur nach oben hin klappen. Und das wird immer dann, wenn man irgendwas auf dem Blitzschuh, beispielsweise ein Videolicht, ein Mikrofon etc. nutzt, dann wird es ziemlich problematisch, weil das Display versperrt ist. Warum ich mich dann am Ende für die Sony ZV-E10 und nicht für die ZV-1 entschieden habe, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar brauchte ich einerseits, was heißt ich brauchte, aber ich wollte eigentlich sehr, sehr gerne Wechselobjektive haben. Wir filmen jetzt hier gerade, kleiner Spoiler schon mal, das Video ist gefilmt mit der Sony ZV-E10 und dem Sigma 16mm 1.4. Und ich arbeite super gerne mit Festbrennweiten, wie beispielsweise dem Sigma, oder ich habe hier von Wildrox noch zugeschickt bekommen, das 23mm 1.4. Blende 1.4 schmeckt natürlich, ne? Also ihr seht, wir sind hier super weitwinklig. Trotzdem haben wir den Hintergrund minimal unscharf. Das ist schon nicht schlecht. Hinzu kommt dann noch APS-C-Sensor im Vergleich zum 1-Zoll-Sensor. Gerade in lichtärmeren Situationen, jetzt auch in Kombination mit einem 1.4er-Objektiv, ist das natürlich Gold wert. Auch wenn der APS-C-Sensor der 6000er-Reihe, der ja auch hier verbaut ist, ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz klar, welcher das ist. Ich tippe jetzt einfach mal auf den Sensor der 6400, aber keine Ahnung. Auch wenn der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, super rauscharm zu sein, er wird wahrscheinlich noch ein Ticken, untertrieben wahrscheinlich, besser sein im Vergleich zum 1-Zoll-Sensor der Sony ZV-1. Dementsprechend auch für mich klares Argument, ein APS-C-Sensor im Vergleich zu einem 1-Zoll-Sensor. So, jetzt hatte die Kamera sich gerade schon mal kurz verabschiedet, weil zu warm. Kurze Hintergrundinformation, wir filmen gerade in 4K 30 FPS und sind ausgekommen ungefähr 15 Minuten in einem ziemlich warmen, geschlossenen Raum. Ich habe hier gerade einen Gaming-PC laufen, mit dem ich das, die Audio aufnehme. Aber 15 Minuten ist natürlich jetzt auch echt nicht die Welt. Belüftung also auch nicht so gut, habe ich gerade zum ersten Mal festgestellt. Was ist noch nicht so gut an der Kamera? Die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist natürlich eine super kleine Kamera. Wenn ich habe normalerweise eine A7 III in der Hand. Das ist natürlich eine Umstellung, aber es hat auch seine Vorteile. Also groß kann besser sein, muss nicht unbedingt besser sein. Nichtsdestotrotz, vorne ist ein komisches Drehrad. Das muss jetzt nicht sein. Das ist nur für Sony Powerzoom Objektive. Ich besitze da keins. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Rolling Shutter ist, denke ich, kein Geheimnis mehr. Jeder, der mal ein Review zu der Kamera oder zu einer anderen Sony A6000er Kamera gesehen hat, heftige Schwenks links, rechts, sollte man mit diesen Kameras und diesem Sensor besser unterlassen. Dann haben wir noch das Problem, wir haben keinen Sucher an der Kamera. Zum Film interessiert mich das eher weniger. Wenn du dir die Kamera zum Fotografieren kaufen möchtest, zum reinen Fotografieren, würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob du dir nicht lieber eine 6400 oder eine vergleichbare Kamera kaufst. Ich finde, ohne Sucher fotografieren, ich habe es jetzt ein bisschen gemacht, stark gewöhnungsbedürftig, und manchmal hilft der Sucher dann gerade an sonnigen Tagen schon ein bisschen besser. Ja, das waren so grob die Gründe, warum ich mir diese Kamera hier, die Sony ZV-E10, zugelegt habe. Und ich muss sagen, für mich war es letztendlich die einzig sinnvolle Ergänzung zu meinem Equipment, die momentan auf dem Markt ist. Ich brauchte eine sinnvolle Zweitkamera, damit ich eben genau solche Videos hier filmen kann, ohne immer die A7 III aus dem Rucksack zu holen, aufzubauen, bla bla bla. Die kann dann auch mal eine Woche hier einfach nur am Schreibtisch stehen. Wenn ich spontan was aufnehmen will, ist die bereit.
Ich kann easy unterwegs on location filmen, weil wenn ich irgendwas filmen möchte, wobei ich fotografiere, brauche ich logischerweise eine Zweitkamera, weil ich meine Hauptkamera zum Fotografieren brauche. Und für sowas ist diese Kamera gedacht und auch optimal geeignet, meines Wissens und Erachtens nach. Es gibt noch einige Spielereien bei dieser Kamera, wie beispielsweise den Produktpräsentationsmodus. Der würde jetzt beispielsweise diese Linse hier, dieses Wildrox 23 mm, viel schneller fokussieren, als er es jetzt tut, weil er weiß, er soll gerade nicht auf mein Auge achten, weil momentan hittet der Augenautofokus, der im Übrigen sensationell funktioniert. Ein weiterer Grund, warum ich unbedingt eine Sony-Linse haben wollte. Viel besser geht's, glaube ich, Augenautofokus technisch nicht. Und der hätte halt jetzt priorisiert das Objekt, was nah an der Kamera gehalten wird, fokussiert und nicht mehr mein Auge. Solche Spielereien habe ich noch nicht ausprobiert. Ich fahre Anfang September bzw. Mitte September in die Berge, Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen etc. Da werde ich die Kamera dann auch vlogging-technisch auf Herz und Nieren testen und es wird dann wahrscheinlich Ende des Monats oder Anfang Oktober ein längeres Review geben zu der Kamera mit diversen Objektiven drauf. Habe ich bereut, mir die Kamera zu kaufen? Auf keinen Fall. Also es ist halt für meine Bedürfnisse genau die richtige Kamera gewesen. Ob es für deine Bedürfnisse die richtige Kamera ist, musst du halt selbst entscheiden. Ich habe schon mal so ein paar Dinge genannt, die mich stören und die mich auch teilweise begeistern. Das muss jeder für sich selbst abwägen. Nichtsdestotrotz kriegt man hier relativ viel aktuelle Soft- und Hardware für einen fairen Preis, wie ich finde. Wie du vielleicht schon sehen kannst, wir haben ein neues Studio, wir haben da hinten das Logo an der Wand, ich habe hier ein bisschen Beleuchtung reingebracht, ein bisschen Grün, da kommt aber auch noch was. Hier hängen schon mal die ersten Bilder an der Wand etc. Alles noch im Aufbau, aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal langsam anfangen mit den Videos hier. Dementsprechend schon mal Videos mit einem, naja, ich sag mal so halbfertigen YouTube-Studio. Es werden in nächster Zeit noch einige Kamera, Gear, Objektivtests etc. kommen. Ich habe noch einiges hier, wie zum Beispiel das Wildrox-Objektiv. Ich habe noch was von Seven Artisans da, was ich testen soll etc. Das kommt die nächsten Tage und Wochen alles online. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und mich abonnierst, um keines der folgenden Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, das waren so grob die Gründe, warum ich mir diese Kamera hier die... Ja, das waren so grob die Gründe, warum ich mir diese Kamera hier die... Ja, das waren so grob die Gründe, warum ich mir diese Kamera hier die Sony ZV-E10 zugelegt habe.